für einige Langzeitverletzte den Weg Richtung Mannschaftstraining zurückgefunden. Heute hat zum ersten Mal Andrew Sincala und Thorsten Öhrn mit der Mannschaft mittrainieren können. Thorsten hat die definitive Freigabe gekriegt heute Morgen von Osti Hessingpark, vom Doktor, und das freut uns sehr. Und auch, dass Andrew Sincala heute wieder zum ersten Mal im Mannschaftstraining hat mittrainiert, war auch und ist wichtig für uns. Paul Verhaag hat die letzten zwei Wochen immer das individuelle Training bzw. auch mal situativ in der Mannschaft im Teil mittrainieren können. Der wird, wenn es in den nächsten Tagen so weitergeht, am kommenden Dienstag definitiv freigegeben fürs Mannschaftstraining. Also hat das bierfreies Wochenende doch noch etwas Positives für uns gehabt, dass wir auf jeden Fall vielleicht dann zwar noch nicht für das Spiel am Samstag, aber spätestens für das Spiel gegen Werder Bremen, dass vielleicht auch den Kader sich wieder etwas vergrößert und auch die ein oder andere Alternative für uns wieder mehr dabei sind. Gestern ist Haji Mosegay und Edmond Kaplani zurückgekommen von ihren Länderspielen und beide haben auch heute Morgen zum ersten Mal wieder mit der Mannschaft mittrainieren können und sind gesund, Gott sei Dank auch ohne Verletzungen. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Woche. Die letzten 10-12 Tage haben wir hart trainiert. Ich denke auch in die Details gegangen auf dem Trainingsplatz, sowohl im technischen, aber auch im taktischen Bereich. Die Mannschaft hat untereinander auch gesprochen. Ich habe es auch gestern oder heute Morgen in Kicker gelesen, dass die Mannschaft miteinander auch das eine oder andere aufgearbeitet hat, denke ich. Ich habe das sehr positiv gesehen und ich finde auch, das zeigt auch, dass die Mannschaft lebt, dass die Mannschaft noch nicht irgendwie durch die Niederlage in Dortmund resigniert. Die Saison ist noch sehr lang. Es ist für die Mannschaft auch keine gewöhnliche Situation, wenn man die letzten zwei Jahre betrachtet, wo für uns alle eigentlich nur eine Erfolgssituation von Woche zu Woche stattfindet und zwischendurch situativ auch mal ein Rückschlag war. Aber in diesem Umfang haben wir es noch nicht gehabt. Auch das ist für die Mannschaft neu. Das fragt auch mental sehr viel von jedem einzelnen Spieler. Und darum ist es wichtig, dass die Mannschaft auch miteinander und untereinander und füreinander die Defizite oder die Sachen, die man auch von aus der Mannschaft Richtung Spieler selber auch verbessern kann oder was sie vielleicht ändern muss, das kann man vielleicht dann auch vermehrt vielleicht abstellen. Und ich sehe das sehr positiv. Die Mannschaft ist sicherlich vom Vertrauen her und von ihr Selbstbewusstsein nicht groß aufgestellt. Auch das ist wieder auch eine neue Gewahrwording für uns alle. Die Mannschaft muss sich jetzt selber aus den schwierigen Situationen, die wir zuletzt gehabt haben, auch befreien. Man muss versuchen, positive Gedanken zu entwickeln. Mit Hinblick auch auf das Spiel übermorgen in Mainz ist es so, dass, und das ist das Erfreuliche eigentlich auch, wie man das auch in einer Ehe hat. Wenn es gut läuft, hat man wenig Probleme. Aber wenn es weniger gut läuft, dann lernt man auch seine Frau oder seine Kinder oder auch seine Familienzugehörigen besser kennen. Und ich denke vor allem, dass diese Mannschaft, so wie diese Saison verläuft, das in die letzten zwei Jahre nicht erlebt hat. Weil wir immer zum Großteil dann auch in die Erfolgserlebnis gespielt haben und gelebt haben. Und dann ist alles wunderbar und alles sehr schön und alles sehr gut. Und jetzt erleben wir seit zweieinhalb Monaten eine ganz andere Richtung. Und dann lernt man auch, denke ich, jeden einzelnen Spieler noch besser kennen. Und es hat mir sehr gut getan, dass vor allem in die letzten 10-12 Tage noch Leben in die Mannschaft steckt. Und es muss auch nicht immer alles so lieb und so schön und so nett sein. Wichtig ist halt auch, dass er innerhalb der Mannschaft Bewegung reinkommt, dass man sich gegenseitig auch bei gewissen Defiziten oder bei gewissen Fehlern auch wirklich direkt sich versucht zu korrigieren und versucht, die Fehler, die man vielleicht macht, dass man die dann auch nicht mehr macht demnächst. Weil wir haben letztendlich auch so viele Fehler gemacht in den letzten zweieinhalb Monaten. Und wenn es nicht nur von der Trainer kommen muss, der die Spieler zurechtstellt, aber wenn es auch noch eine Hilfestellung gibt innerhalb der Mannschaft mit bestimmten Spielern oder Typen vor allem auch, dann ist das eine sehr gute Situation. Weil jeder weiß auch, wie ich ein bisschen bin. Es geht nicht alleine um meine Person als Trainer oder wie ich meine Arbeit mache, aber es geht auch für jeden einzelnen Trainer auch, dass innerhalb der Mannschaft Spieler sind, die den Weg verfolgen können und die auch
sowohl in die positive Richtung, aber auch in die andere Richtung. Nicht sich so schade fühlen, nicht sich so zurückhaltend verhalten, dass man irgendwie eine Situation, die vielleicht im Moment nicht so gut ist, aber wie kann man die Situation, die im Moment da ist, dann auch wieder korrigieren oder verbessern? Und da braucht jeder Trainer auch die Spieler innerhalb der Mannschaft, aber vor allem auch nicht nur neben dem Platz, aber vor allem auch auf dem Platz. Und das ist ein Zusammenhalt, den ich einfach in den letzten 10, 12 Tagen aufgemerkt habe, dass da doch schon Spieler sind, die sich nicht nur Gedanken machen, aber auch Sorgen machen. Und das tun wir auch auf die freien Seite. Wir machen uns auch nicht nur Gedanken, wir machen uns auch Sorgen, aber da müssen wir Mittelwege finden, dass wir das am liebsten wieder in die positive Richtung lenken können. Und das ist unsere Arbeit, die tagtäglich vorsteht. Solange wir noch nicht die bunten Zahlen haben, die wir vielleicht uns auch gerne wünschen, dass wir die bekommen. Und das geht sicherlich auch noch viel weiter Richtung unseres Umfeld, vor allem auch Richtung unserer Fans. Das ist ein Widerspruch. Also wir können ja höflich sein und trotzdem bestimmt und leidenschaftlich. Also ich sehe das nicht als Widerspruch an, dass wir hier, wir können höflich sein und trotzdem im Eins gewinnen, ne? Und mit Leidenschaft und mit all den Dingen, die auch gerade der Trainer, ich muss sagen, ich finde das großartig, dass Jost da auch jetzt da aus seinem Herzen keine Mörderprobe macht. Weil genau so ist es. Ja? Also nur mich wundert schon ab und zu mal, dass am 8. Spieltag, ich habe es dem einen oder anderen Kollegen auch schon heute gesagt, dass sie jetzt eine Untergangsstimmung ab und an mal an die Wand malen, im übertragenen Sinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, was haben Sie gedacht, wo am 8. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit unseren Möglichkeiten stehen? Also das muss ich wirklich mal fragen. Also was haben Sie gedacht, wo wir da stehen nach 8 Spieltagen? Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir da zu der Zeit den Klassenerhalt sichern können. Ich bin ehrlich und sage, wir hätten auch ein paar Punkte mehr erwartet, das stimmt. Aber ich meine, wir dürfen doch jetzt nicht so tun, als wenn hier alles am Boden liegt und weil da immer wieder die Fragen kommen und was ist mit den Fans und so. Guckt nur ins Stadion, gerade was die Auswertung angeht, kann ich Ihnen nur zurufen, machen Sie diese Schubladendenken und sagen, wer unten steht, da wenden sich die Fans ab, gucken Sie, was hier in der SGL Arena passiert, dann sehen Sie, was das für ein Schulterschluss ist. Das ist schon ein Punkt, den man auch rausstreichen muss, weil es ist nicht selbstverständlich, das wissen wir zu schätzen. Ja? Und von daher, nach 8 Spieltagen finde ich, alles etwas unaufgeregter sehen, natürlich mit der Leidenschaft, die der Trainer an den Tag legt, das ist auch sicherlich wichtig, dass wir hier gar nicht erst aufkommen lassen, dass wir uns hier nur als sympathischer Aufsteiger da als Punktelieferant betrachten. Nee, das sind wir nicht. Wir werden in jedem Spiel die Krallen ausfahren und auch wieder am Samstag in einer Veranstaltung hier in Augsburg dort auf eine Frage hin, ob er denn auch Nachbarschaftshilfe sich vorstellen könnte, die Frage beantwortet mit ja, das stimmt, was Sie sagen, aber gut, klar, vorstellbar ist alles, nur momentan wissen wir, sind die Transferfenster zu, so, und ich finde, dass Herr Hoeneß das gestern richtig ausgeführt hat, da gehören drei Parteien zu, ja, der FC Bayern, der Spieler und der FC Augsburg, dass wir einen Spieler des FC Bayern als zu leicht empfinden, das kann ich ausschließen. Also gibt es noch zwei Parteien, die wir dann auf unseren Weg bringen müssen.